Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Jetzt hättest du auch nicht mehr gewusst. Schön, dass ihr wieder da seid. So, wir wollten ja das Haus looten. Oh, Gott, die hab ich ja gar nicht gehört, ey. Ja, ich wollte, dass du dich erschreckst. Schlag sie zusammen, Jasmin. Keiner mag sie. Was ist das hier? Ich hab nicht voll Ausdauer, weil ich Hunger und Durst habe. Das mit den Löchern ist geil, ne? Geh! Kennst du, ne? Ja. Oh, trübes Wasser. Ich bin 14 überladen, ich bin voll langsam. Ich bin 13 überladen. So. Küchen sind immer gut, ne? Bei mir ist alles leer hier. Ach, da. Nur Schrott in der Küche. Nichts Gutes dabei gewesen, Jasmin. Oh Gott. Geht vom Dach von der Decke gefallen. Spider-Man. Woman. Oh, übel. Schön nochmal nachstechen. Ja. Aha. Was denn? Oh, hier ist ein Hund irgendwo. Ja, hier hinter der Wand. Warte, er guckt manchmal durch. Ja? Ah, da war ein von Latz gekriegt. Hier ist aber einiges los, ne? Geh nicht so dicht ran an die Wand. Nicht, dass er dich kriegt. Alter, da. Scheiße, er hat mich gebissen. Das sind aber einige Hunde, du. Einen habe ich. Wo bist du? Der Block ist bald kaputt. Ich hab ihm nur mal einen Klaps auf den Hintern gegeben. Du böser, böser Junge, du. Level up. Wollen wir jetzt erstmal zum Dings gehen? Ja, ich wollte hier nur einmal kurz. Ja. Ich bin hier irgendwo ganz weit runtergefallen. Oh, du bist im Keller, ja? Angst. Kannst du wieder hochkommen? Angst, nein, Angst. Na, ich komme gleich mit runter. Immer noch Angst.
Ah, ich habe was Gutes. Kommst du runter? Ich wollte zur Munition eigentlich. Die da liegt auf der Fensterbank. Ich kann jetzt wieder ohne Durchfall zu kriegen trübes Wasser trinken. Ich habe wieder so eine Reinigungsmod für den Helm. Da waren nur 7 Bolzen drin. So, und jetzt gehen wir zusammen hier weg wieder dann? Ja, warte, zieh mal. Hast du schon Handschuhe? Stufe 2? Nee. Warte, ich mach die noch schnell heile. So. Hast du die angezogen? Ja. Okay. Nee, ich hab schon welche. Auch Stufe 2? Glaube, hat er nämlich nicht genommen. Ah, hier sind wir. Ja, schön, dann können wir jetzt zum Händler, ne? Musst du anziehen drücken, ne? Nee, Patrick. Ich guck nur anziehen an. Außerdem steht da tragen. Mhm. Ja, und nicht anziehen. Ich hätte dir jetzt zugetraut, dass wenn ich sage, du musst tragen drücken, dass du denkst, du trägst die denn. Ach, du sei mal ruhig. Wollen wir vielleicht mal gucken, ob du was hast, was du einsortieren kannst, so wie Blei oder so zum Beispiel? Na los. Hast du Blei? Ja. Messing? Ja. Eisen? Ja. Plastik? Ja. Also Kunststoff? Wie viel bist du noch überladen? Viele. Ja, aber ich bin komplett überladen. 18. Ja, ich denke, du hast die Sachen. Ja, ich frage ja nur, da können wir uns ja gegenseitig so ein bisschen erleichtern. Ja, holst du das Eisenrohr? Habe ich. Also, was hast du noch? Ich hätte jetzt noch Eier im Angebot. Ja, gib mal her. Tierfett? Nee. Gammelfleisch? Ja. Angebissenes Sandwich? Ja. Knochen? Ja. Warte, das, ja gut. Dann habe ich noch Pflasterstein. Jo. Jetzt bin ich nur noch 13 überladen. Wie viel bist du überladen? 12. Ich habe noch Farbe. Nee. Chitons habe ich noch. Ja. Nägel? Nö. Lehm? Ja. Federn? Ja. Habe ich, also. Habe ich ihn noch, ey. Maschinengewehrteile? Nee. Sprungfedern, also Schraubenfedern? Nee. Papier? Nee. Öl? Nee. Nitrat? Nee. Holz? Ja. Oh, achso. Pilzsporen? Nee, hab ich nicht. Aloe Vera? Mm-mm. Ich schmeiß mal hier eben die Keen-Apple und so weg. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Wie viel bist du jetzt noch überladen? 7. Ja gut, ich 10, dann passt das. Ja, dann los. Ab dafür, Jasmin. Ab dafür, Jasmin. Ab dafür, Jasmin. Hm. Ab dafür, Jasmin. Wir gehen jetzt zum Händler. Oh, oh. Machen ganz viel Geld. Oh. Ich guck nur hier in den Wagen. Hilfe!
Hä? Was? Brauchst du Hilfe? Nee. Nicht mehr, ja, oder? Ja, doch, doch, doch. Ja, genau, schieß mal. Was hätte ich machen sollen? Er hat mich in die Ecke gedrängt. Ich hatte Angst. Oh, Level. Jetzt kommen sie, weil du geschossen hast. Ja, aber ich habe wieder volle Ausdauer. Schön. Wir gehen einfach still und heimlich weg. Tschüss! Wo gehst du hin? Bist du hinter mir? Ja. Ich bin nicht so schnell wie du. Ich bin 15 überladen. Hm, ich 9. Ich habe aber keine Ausdauer, wenn ich laufe, weil ich fett bin. Jo. Junge, habe ich hier noch irgendwas, was war hier? Oder ist das andere Seite? Nee, auf. Er ist doch hier, ne? Ja. Ja. Mach mal Tor wieder zu. Rekt Feeds. Machst du Tor wieder zu? Warum? Damit die Zombies nicht reinkommen. Oha, was ist denn hier los? Ja. Ei, das ist ja eine Bude hier. Da kann sich aber Traitor Joel noch was abgucken. Ich kann hier nicht klauen. Abholen, vergrabene Vorräte. Über eine Diebstahlsicherung. Ich habe vergrabene Vorräte genommen. Ich kann hier nicht klauen. Nö. Doch, hier oben. Hier sieht das nicht. Ha! Trinken für mich. Hä? Du hast auch eine Aufgabe angenommen? Nee. Hey, wieso stand das hier gerade? Die ist geteilt. Wir haben beide dieselbe. Begib dich zum Sammelpunkt. 385 Meter, ne? Nee, 389. Ja, ich stehe auch weiter weg jetzt. Ja, okay, ja. Genau. Warte, ich will das verkaufen. Einen Pinsel haben wir. So, und was bietet er denn an? Ein Amboss. Können wir uns nicht leisten. Wasser. Warte, ich will erstmal durchschauen. Da. Können wir uns auch nicht leisten. Guckt der mich so doof an? Der misstraut dir. Du könntest klauen. Jetzt gehe ich links und dann guckt er links. Oh, ist der gruselig. Macht er wirklich? Ich versteck mich hinter dir. Wenn ich hochhüpfe, guckt er nach oben. Hm. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwo Wasser finden, ey. Oh. Oh, Antibiotika. Hast du noch Jetons in der Tasche? Nö. Ich meine, schade. Aber ich habe eine Antibiotika-Pille gekriegt.
Kacke, der hat einen Wasserfilter und die sind voll selten und der kostet aber 2250. Da sind wir bei weitem nicht. Ja, schade, Schokolade. Den Wasserfilter hätten wir gebraucht, damit wir diesen Tausammler bauen können. Kannst du auf Toilette gehen? Achso, warte mal, kann ich hier auch noch eine Quest zusätzlich annehmen? You're getting on my nerves, friend. Look, Blockhead, I'll give you work. You better not fuck this up, or I'll cut your goddamn throat. So, jetzt machen wir erst deine Quest, dann machen wir meine. Mhm. Ah, ich hab Hunger und Durst, Kacke. Wir müssen erst nach Hause. Hier ist ein verkohltes Steak. Wo bist du denn? Bei mir? Ja, draußen. Ist aber ein schönes Areal hier, oder, Jasmin? Ja. Wo ist es hin? Ein sehr schönes Areal. Hast du denn noch trübes Wasser? Ja. Ja, aber was bringt mir diese Trinkfilter-Mod? Wenn... Ja, das ist so kacke. Brauchst du Wasser? Nee. Wollen wir einmal zurück und... Ja, warte mal. Ich muss noch ein bisschen gucken hier. Manchmal liegt hier noch was. Kann man da eigentlich auch raus? Das ist ja praktisch. Das finde ich ja herrlich, Jasmin. Ich geh gar nichts nach, ey. Hm? Wollen wir mal im Burgerladen reingucken? Oh, die haben ein Piratenschiff auf dem Dach, Jasmin. Weiß gar nicht, wo du bist. Auf dem Parkplatz. Draußen. Ich sitze hier auf der Mauer und lass meine Beine baumeln. Also wenn es da kein Essen und Trinken gibt, dann weiß ich auch nicht. Wo denn? Ach, da willst du rein? Ja. Ich würde sagen, und dann bringen wir erstmal die Sachen alle weg. Ja, würde ich auch sagen. Weil es ist ein bisschen kacke, so zu gehen, so langsam. Ja, überladen zieht auch ständig Nahrung und Durst. Okay. Das ist so frech. Oh, ich sehe hier gar nichts, ey. Ist ganz schön dunkel hier drinnen, ne? Perle von rechts. Oh. Au. Ich kann nur nicht schlagen. Boah, ich bin auch hier. Brauchst du einen Erste-Hilfe-Kasten? Nee. Ich meine, ich bin langsam, weil... Ausdauer. Und so. Boah, ich sehe nichts hier. Oh, hier ein Kinderspielparadies. Oh, voll schön. Ich will mit der Rutsche rutschen. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Hey. Hihi.
Wo bist du jetzt? Im Schiff. Anscheinend nicht alleine. Oh oh. Die Musik lässt nichts Gutes erahnen. Da ist jemand runtergefallen. Ja, da noch mehr. Also ich stehe hier sicher. Er krabbelt. Warum krabbelt er? Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Hier oben. Hä, von wo kommen die denn? Ich glaube, die sind auf dem Dach oder so, ne? Weiß nicht. Müssen wir jetzt hier mal durch die Tür oder wo müssen wir jetzt lang? Gleich. Ich will hier den Spielplatz einmal absuchen. Hier sind überall Taschen. Und hier kämen wir aufs Dach. Ah, cool. Boah, ey, das war ja wohl so sauber. Bist du schon auf dem Dach? Ja. Guck mal, ich habe einen Kolibri gefunden. Die sind so süß. Habe ich mir gleich in die Tasche gesteckt. Oh, Vogel. Oh. Er macht ja alles kalt, ey. Niedergestochen. Also Essen war jetzt hier nicht wirklich, ne? Na gut, hier ist Sackgasse, ne? Wir müssen wahrscheinlich wieder runter. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir von hier auch da reinkommen. Ah, hier, guck mal. Hier ist offen. Wo denn da? Ja, das musst du denn einstecken? Wo ist er offen? Hier, die Klimaanlage, meinst du? Ja. Na, die habe ich auch schon gesehen. Jetzt bin ich voll. Hast du das Buch gelernt? Ja, mach jetzt. Ich habe Eisen und sowas alles jetzt. Das ja, wir teilen gleich nochmal auf. Einen Dietrich habe ich noch. Verdammt. Ich habe keine mehr. Gar keine. Wollen wir einmal aufteilen nochmal? Ja. Also Eisen habe ich. Muss dich zu mir drehen. Heute Bonusbrille. So. Blei hattest du. Ja. Eisen hattest du. Ja. Was hattest du noch? Ich hätte jetzt noch zur Auswahl Stein. Ja. Ein kurzes Rohr. Nee. Stein? Ja. Ja,
Achso, ich soll dir das geben? Ja, Ja. nimm doch die Knochen wieder. Warte, ich gebe dir das, wo ich weiß, dass du es hast. Hattest du Lumpen? Stofffetzen? Ja. Und Lehm, ne? Nee, Lehm hattest du. Ja, ich hab 5 hier, bitte. Du hattest eigentlich Lehm. Fleisch? Nö. Mechanische Teile? Nein. Messing? Nein. Nitrat? Ja, aber ich bin überladen, deswegen. Ja, geht mal her. Achso. Kleber? Leber? Kleber? Kann ich dir geben. Ja. Papier? Kann ich dir auch geben. Das ist alles das, was ich eben gesammelt habe. Ja, ja, immer her damit, immer her damit. Ja, ich habe das eigentlich nicht. Öl? Nee. Hier, du hattest die Sandwiches. Kaffeepulver? Nee. Jetons? Nee. Nägel? Ja. Beton? Nee. Ein Kürbis? Mm-mm. Tierfett? Mm-mm. Patronenhülsen? Mm-mm. Schrotflintenpatronen? Mm-mm. Nein, okay, das war's. Okay. Wollen wir den kaputt machen, den Safe, oder nicht? Ach so, wo ist denn der Safe? Ach da. Ich hab ein Dynamit-Ding. Das ist eine Rohrbombe. Oh, ne, ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe dafür einfach keine Ausdauer. Das dauert doch viel zu lange, oder? Na, kannst nicht mehr, wa? Mhm. Erst drauf einprügeln wie so ein wild gewordener Tiger und dann geht nichts mehr, oder was? Und deine Ausdauer regeneriert aber wesentlich schneller als meine. Ja. Wahrscheinlich habe ich wieder besser gepunktet als du hier. Hast du Hunger? Ja. Hast du Durst? Nee, gerade nicht. Ich habe eben was getrunken. Aber ich habe mir einen Tee mitgenommen und Fleisch. Kann doch nicht sein. Wir alten Panzerknacker müssen das Ding doch aufkriegen hier. Das ist ja nicht Dagobert sein Safe. Oh Gott. Sorry. Richtig spannend hier. Ja. Der Countdown läuft. Ha. Ich wollte das nicht nehmen, weil ich bin voll. Möchtest du einen selbstgebauten Stab Stufe 6 haben? Was für ein Stab? Ein Schlagstock? Nee, mit denen kann ich gar nicht schlagen. Da hatte ich letztes Mal schon Probleme mit. So, ach, wir sind ja immer noch hier. Oh Gott. Nö, ist auch verschlossen. Wollen wir das dann erstmal zurückbringen? Ja, hier ist ja alles zu soweit, ne? Ja, komm, dann bringen wir das erst zurück. Das hast du davon. Bürgerbude. Du gehst ganz schön arrogant, ne? Wer? Alter, es muss mal gesagt werden, also du? Wer ist arrogant? Warum? Also ich bin es. Guck mal, wie cool ich hier auf der Straße laufe.
Du hast eine Vorbildfunktion, benutzt den Bürgersteig. Nix los hier. Savage Country. Oh, ein Klamottengeschäft, Jasmin. Ja, ja. Das hört sich ja auch nicht gesund an. Ja, ja, ja. Ja, nein, auf jeden Fall. Aber die kommen auf einmal, ne? Ja, teilweise spawnen die quasi direkt um die Ecke. Daycare, Buy and Go. Da war ich auch noch nicht drin. Da ist noch ein Baumarkt. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Das würde jetzt mir auch nicht viel bringen. Ja. Jasmin, das war meine Freundin. Kommt die nächste. Warte, ich mache auf mir aufmerksam. Liebe! Ich habe nicht getroffen. Ich komm gleich einmal kurz runter, wenn wir fertig sind, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir laufen auch auf jeden Fall in dieser Folge nach Hause und gucken, was für Abenteuer uns unterwegs begegnen. Hallo Abenteuer! Hallo Patrick! So weit ist es doch gar nicht mehr. 260 Meter. Labert und labert, ey. 260 Meter, Jasmin. Man versucht was zu erzählen und du quatschst die ganze Zeit. Du wolltest nur sagen, soweit ist das nicht mehr. Ja, aber du quatschst trotzdem die ganze Zeit dann. Ja, weil von dir kommt ja meistens. Oh, Kartoffel. Ja, weil du die ganze Zeit quatscht. Nein, das stimmt nicht. Oh, das stimmt wohl. Ach, Quatsch. Wir machen ein Voting. Voting? Ein Voting. Voting? Die Leute müssen. Voting? Ne, die Leute müssen alle richtig laut Wow Geld rufen. Hier, wo bist du denn? So, passt du das alles noch rein? Das kannst du selber nach Hause schleppen. Aber Mario, lass nichts von ab. Ich baute für Jasmin. Bauting. Hey Bruder! Na, auf der anderen Seite vom Zaun? Das war peinlich. Der dich nicht getroffen hat. Den hat er gefressen, aber der ist, glaube ich, noch hier, ne? Nee. Ah, ich habe keine Ausdauer. Sag doch was, ich bin ganz weit weg. Da hast du mir aber wieder einen Bären aufgebunden, Jasmin. Ich hab dir das geglaubt. Wollen wir links lang gehen? Ich hatte keine Ausdauer. Er ist da so eingesperrt auf dem Gelände. Oh, noch einer hier. Ja, aber der ist ja easy. Wir sind zu zweit. Er hat nichts zu sagen. So, jetzt bist du dran. Ja, 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 ja. Oha, hier ist aber viel los. Wo bist du denn? Alter. Sie geht direkt erstmal ihn anlocken. Viel Spaß, er kommt dir hinterher und ich habe keine Ausdauer. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich komme. Er hat mich gehauen. Ja, du hast ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht, glaube ich. Die Musik ist so extrem und die Leute gucken so verstört. Jasmin! Aber die raffen nicht, dass wir hier sind. Geh rechts. Braves Mädchen. Hm.
Warst du das? Ja. Warum? Aber Lehm. Weil da Lehm war. Aber warum immer vor unserer Haustür? Ist doch cool, fallen die da rein? Nee, fall ich da rein. Dann musst du Augen aufmachen. Musst du die Augen zumachen? Mach ich. Unfassbar, diese Frau. Unfassbar. So, Messing können wir gleich wieder einschmelzen. Davon brauchen wir später mehr als genug. Achso, ich habe kein Feuerholz. Doch, habe ich. Wie lange das wohl dauert, bis wir wieder richtig ausgestattet sind? Oh, lange. Wann bist du hier runtergekommen? Ich denke gerade, wieso kriege ich denn die Kiste jetzt nicht auf? Da kriegt nichts mit der Junge, ey. Aber so schlecht sieht das ja schon mal gar nicht aus hier. Ne, wir stehen eigentlich schon mit beiden Füßen im Leben, ne? Warum hast du hier Kleber reingemacht und in der anderen Kleber reingemacht? Das war ich nicht. Hä, klar. Da bin ich mir aber sehr sicher. Hä? Ich habe keinen Kleber gehabt, den hast du gehabt. Da ich immer den Knopf drücke, dass der das automatisch einsortiert, da wo schon was ist. Ich habe ja keinen Kleber gehabt. Klamotten? Wo denn jetzt nur, ey? Farbe. Heilspitzen hattest du jetzt wo? Oben mit in der Munitionskiste und Waffenkiste. Geld. Können wir eigentlich mit zu den Jetons legen, ne? Geld habe ich auch hier noch. Nicht mit der Kiste gemacht. Ja, ich dachte, das ist eine Wand, ist aber gar nicht. Nee. Also auf ein neues. Dann mach ich die über die Tür. Alles aus Stein, das hält dann richtig gut, oder? Ne, auf jeden Fall besser als Holz, ne? So, zweimal Fekewasser, das koche ich mal ab. Was denn? Ich hab richtig Kohldampf. Ja,
Da ist doch Essen drin. Und hier oben in der Kiste ist doch auch Essen drin. Wir müssen nur erstmal mal langsam gucken, wo wir Wasser herkriegen. Ja, ich hätte gerne den Filter gekauft, aber wir kriegen das Geld noch nicht zusammen. Ich habe aber einen Eimer, da können wir das Wasser transportieren. Ja, aber wir haben den Wasserfilter nicht. So, egal, jetzt koche ich ab. Und womit? Wir haben keine Gläser. Ja. Ist ja echt doof. So, guck mal einmal in die Kiste über der Tür. Hast du da die ganzen Samen drin? Jetzt müssen wir das alles umpacken. Nee, habe ich schon alles umgepackt. Also. Ich nehme nochmal Poppel. Die Pilzsporen, die kann ich an der Wand klatschen. Ja, ich komme hier nicht durch. Irgendeine fette Sau steht hier auf mir drauf. Oh, du bist es. Mm. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Achso, die Rohrbombe, die packe ich auch hier rum rein. Hä? Wo hat der jetzt? Was ist noch mit abgekocht? So, Da unten. Ja. Dann können wir die fertige Nahrung an der Decke machen, dachte ich. Es ist ja fertig, gegrillter Mais. Ja. Ja, nee, gut, hier brauchen wir das ja nicht machen. So. Ja, ich denke, das geht mit den Kisten so, oder? Wie viel haben wir jetzt schon? 44. So, das war's für heute auf jeden Fall von uns. Wir sehen uns definitiv morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.